Meine Top 3 Items des Guild Wars 2 Gemstores. Willkommen im Otterbau. Nummer 1. Verwandle Candycorn in Booster mit dem Candycorn Gabler. Du bekommst Magic Find plus 50 Boost für Karma oder auch XP, wenn du Candycorn reingibst. Für 300 Gems, nur erhältlich zu Halloween. Nummer 2. Lebendige Weltinhalte. Season 4, Eisputzsage und die dritte Season würde ich hier empfehlen. Nicht nur, dass diese Geschichten sich lohnen, sie geben dir auch wichtige Zugänge zu Farmgebieten, wie zum Beispiel die Nieselwaldküste. Viel Content, aber es hat auch seinen Preis. 3600 Gems. Nummer 3, der Kupferverwerter. Überall und immer wiederverwerten. Es ist eher ein Quality of Life Item, als dass es sich wirklich lohnt. Alles zusammen kostet 4700 Gems, eine ganz schöne Menge. Zurzeit wären das 1400 Gold. Und das ist ein ordentliches Stück Farmarbeit, aber es bringt auch Content und, wie ich schon sagte, mehr Spaß am Spiel. Drück den Follow-Button, um den nächsten Tipp nicht zu verpassen.